Hallöchen. Heute wieder nochmal Yamaha Natural Sound Stereo Double Kassettendeck K222. Hier steht noch RS. Ich glaube, das könnt ihr schlecht lesen. Dolby B und C NR. Hier steht jetzt eine Mutterkassette drauf. Das ist aber draufgeklebt von irgendjemandem. Ich weiß nicht, ich habe ja schon gesagt, ich weiß nicht, wo ich das Ding genau her habe. So, das kann erstmal weg. Auto-Tape-Selektor, beides ist normal. Ist kein Dolby, Dolby, sei schon kein Auto-Reverse. Hier steht noch Timer von Rec, Off und Play. Was der mit dem Timer zu tun hat, weiß ich nicht. Manuelle Tape-Öffnung ist klar, aber in Anführungsstrichen digital auswählen, welches Deck wo was macht. Der Grund, ich verlinke den mal mit in die Beschreibung, meint, das sind Alps-Laufwerke. Ich will das jetzt erstmal auseinandernehmen, soweit. Bei dem Deck hier muss ich einmal den Riemen für den Tape-Counter, das Rad sauber machen. Da ist der ganze Riemen aufgewickelt, der gummelt, teer ist. Und da werde ich, glaube ich, auch den Motor mal neu ölen. Bei dem Deck hat der Motor absolut ein Problem. Der Kreisspissen geht nicht mehr. Werde ich versuchen zu ölen. Eventuell muss ich zwei neue Motoren haben. Da würde ich dann aber in einem weiteren Video dann drauf eingehen. Die Riemen von der Antriebsmechanismus bzw. für den Kapstan, die sind wirklich gut in Schuss. Ich habe geguckt, die sind wirklich stark, die haben wirklich Kraft. Ich habe versucht, den Kapstan festzuhalten, das war mir fast nicht möglich. Also die rutschen nicht durch. Da brauche ich keinen Ersatz. Ich habe auch schon mal aufgenommen mit dem Deck und mit meinem anderen verglichen. Das andere, was ich ja schon mal abgeglichen habe, da musste ich erstmal den Kapstan reinigen. Der war sowas von verkrustet, das hat so geleiert, wo ich das wiedergegeben habe. Da habe ich gedacht, das kann nicht sein. Das ist also so doll, also richtig hörbar. So hat das nie gespielt, der Sony. Habe das alles nochmal gereinigt, habe das nochmal mitgemacht. Geschwindigkeit passt. Es leiert nicht, es hat 0,12 bis 0,14% Schwankung drin. Das ist normal. Das hier habe ich dann auch mal von hier aufgenommen, auf dem Sony abgespielt. Der 1 Kilohertz liegt bei 1,02 Kilohertz, also vielleicht 1% daneben, nee, 1% ist zu viel, 0,1% daneben, 0,1, 0,2%, das hört man nicht, das passt, das würde ich auch so lassen. Die Gleichlaufschwankungen sind genauso wie mit dem anderen Deck bei 0,10 bis 0,14, ja, circa. Ist normal, bleibt so, das Laufwerk da hinten schwankt ein bisschen, das hier auch ein bisschen. Also es ist ein kleiner Unterschied drin, aber sind beide fast identisch von der Schwankung her. Also das macht nicht mehr wie das andere, das ist fast identisch. Ich versuche die Geschwindigkeiten so zu lassen, was natürlich nicht möglich ist, wenn ich die Motoren auseinandernehme. Aber Kassette habe ich hier, werde ich dann probieren. Ich habe mit dem aufgenommen ein Stück. Und mit dem anderen halt aufgenommen, werde ich beide versuchen abzuspielen, um mal zu gucken. Ich habe hier so ein Programm, Wow and Fluttermeter. Das hat immer Schwankungen drin, selbst wenn ich den Ton direkt digital, den ich erzeugt habe, der keine Schwankungen drin hat, versuche abzuspielen, sagt er mir eine Schwankung von 0,002 bis 5%, weil er es über ein Mikrofon macht. Vielleicht liegt das am Mikrofon, ich weiß es nicht. Keine Ahnung, warum, wieso, weshalb. Normalerweise müsste das absolut still sein. Die Geschwindigkeit passt, aber die Schwankungen da drin, wahrscheinlich über das Mikrofon, die spielen wahrscheinlich mit rein. Gut, ich werde jetzt hier gleich mal umbauen, das schon mal aufmachen. Dann gucken wir noch mal von drinnen rein. Und dann werde ich das auseinandernehmen und
mich erstmal um das Deck hier kümmern. Das ist das Aufnahme mit Aufnahme. Und dann mache ich nachher das andere. Mehr muss ich nicht machen. Vielleicht kratze ich noch diese Soße in Anführungsstrichen runter, weil die ist korrosiv. Also wenn sie braun wird, wird sie korrosiv. Und das muss ich nicht haben, dass sie die Elkos da kaputt macht. Die Elkos, die Größe habe ich nicht. Ich werde nochmal vielleicht versuchen mit einem Oszilloskop, aber das mache ich dann offcam. Mal ja nicht RMS hier, den Ripple messen von der Spannung, wie die aussieht, wenn die okay ist, lasse ich so. Ansonsten muss ich nochmal Elkos besorgen. Ist doch gut da draußen. Nochmal Elkos besorgen. Und dann irgendwann mal nochmal tauschen. Gut, also sehen wir uns gleich wieder. Andere Perspektive, wie auch immer, bla bla, weil so kann ich ja nicht hier arbeiten. Geht ja nicht. Also, bis gleich. So, da sind wir jetzt schon mal im Inneren, auf der Seite, an die ich mich als erstes machen möchte. Hier sind zwei Schrauben hier oben und zum Glück sind die alle von hier aus erreichbar. Das ist schon mal das Gute. Ich muss nicht noch die Front abbauen. Da habe ich nämlich keine Lust zu. Ich brauche noch mal den Knipser. Ich muss hier einmal die Kabels aufmachen, ohne die Kabels kaputt zu machen. Hier hat irgendjemand schon Kabelbinder reingemacht. Das glaube ich nicht Factory, dass die das so lang lassen und dann schwarz. Das sieht fast aus wie von mir. Aber ich versichere euch, ich habe da nichts gemacht. Ich habe da noch nichts gemacht. Das ist das. Ich muss jetzt hier erstmal gucken, dass ich hier das so abkriege. Das ist da hinten. Was muss ich denn noch rausziehen? Die hier vorne. Also den hier vorne, das kann ich nicht verwechseln. Der kann ab. So, das passt auch nur hier vorne. Das ist gut. Der ist da hinten, da mache ich, mehr brauche ich gar nicht. Das sind die hier. So, und der gelbe, das ist fast identisch hier. So, das wäre das. Und einmal für den Tonkopf, Ton- und Aufnahmekopf. Jetzt ist natürlich die Frage, wo kommt das von dem anderen hier an? Von dem zweiten. Also wo ist da der Ton- und Aufnahmekopf? Das ist das, das ist das, das ist das. Das ist okay, das passt. So, das ist der Strom. Da ist noch irgendwas. Das sind zwei weiße. Ach, hier vorne. Amp B, Amp A. Okay. Okay, dann ist okay. Dann habe ich das. Einmal, zweimal. Das ist ja sogar schon beschriftet. Amp A und Amp B. Nur das nicht. Speed Adjust, High Speed A und B und Normal Speed A und B. Motor selber noch was, weiß ich nicht. So, das Laufwerk ist schon mal soweit frei. Ich habe jetzt noch den Schraubendreher hier. Nehmen wir mal das Laufwerk da hinaus. Das sind zwei von den kurzen. Das sind längere.
so eine längere. So. Die muss ich mir jetzt natürlich wieder irgendwo hinpacken, wo ich sie wieder finde. Nimm mal die Kramenbox. Werde ich schon wiederfinden. So. Es sollte jetzt eigentlich gehen. Aber so, dass ich das da auch rauskriege. So. Das ist ja echt geschickt gemacht worden. Was haben wir denn hier? MMA, da sagt er schon Mitsubishi oder sowas. Oder Matsushita oder keine Ahnung, irgendwas mit Japan. LWF RRA8, 20. Mai 87. So alt ist das Ding. Was sagen die ICs? Weiß ich nicht. 66.39, 79.37, 95.88, 88. 1943, das passt natürlich auch nicht. 78,4. Mai 87 ist der Motor. Von da aus ist der Motor. 22. April 87. Denke mal, es kommt ungefähr hin, so Mitte der 80er. Mitte, Ende 80er müsste das Laufwerk sein. Vielleicht steht ja hinten noch mal was drauf. Ich muss das sowieso aus dem Weg nehmen. Weil das brauche ich ja jetzt nicht. Seriennummer, Modellnummer, Nippon Gaki, Yamaha, under license of Star SA, Brushless, Belgium. Ne, Brüssel. Ja, ich lese hier gerade auf dem Kopf. Made in, Seriennummer, verrät mir nichts. Aber das müsste so um die Mitte, Ende 80, ja, von den Motoren her, Ende 80er, vielleicht Anfang 90er, das Laufwerk sein. Oder das Tape Deck. So, dann nehmen wir uns einmal das Ding. Ich hole euch mal ein bisschen dichter. So. Ja, ihr steht ein bisschen auf dem Kopf. Ja, gut. So, und dann, da sehe ich schon mal den Riemen. Nimm mal einen Zahnstocher. Ja, der hat noch gut Spannung. Also. So. Da ist die Öffnung. Das ist die Klappe, damit ich da nicht noch was kaputt mache. Nehme ich den ab. Das ist einfach nur da so raufgeklickt. Das kann man so wegklicken zum Service. Dann kommt man da ein bisschen besser ran. Das sieht man hier. Ist nur so reingeschoben, also das passt. So, dann muss ich die schwarze Verblendung hier abkriegen. Das muss weg. Da ist eine Schraube. Das ist ein, das ist gar nicht möglich, so wie das aussieht. Das ist der Dämpfer, ne? Ja. Der Dämpfer.
Doch, das müsste funktionieren. Die eine Schraube und das ist so ein Plastik Haken Gedönse. Ich muss gar nicht viel mehr abmachen, denn ich muss ja bloß dahinter. Dahinter muss ich ran. Das könnte relativ einfach sein. Relativ. Ich sage relativ. Ich sage nicht, das ist einfach. Relativ kann es das sein. So. Und da muss ich dann den Pinöppel rausziehen. Den. Und dann ist da noch ein Plastikteil zu. Und dann ist das da noch eingehakt. Ich hoffe, ich breche mir das nicht kaputt. Nein. Das können wir dann schon so machen. Ich hoffe, ihr konntet das sehen und da seht ihr schon, da hat sich der Riemen drum gewickelt und das wird jetzt eine Sauerei ohne Ende. Am liebsten wäre mir ja, dass ich das hier abmache. Dazu müsste ich einmal das nochmal zumachen und den Dämpfer hier rausnehmen. Und der ist auch mit so einem Plastik-Nupsi. Den kann man da so rausziehen. Kann ich euch das zeigen? So, seht ihr da genug? Ich habe ihn von der anderen Seite gelöst. Ja, da oben ist er. Ich habe ihn jetzt gerade nicht gefunden. Dann kann man das da so rausziehen. So, das sind zwei Teile. Ich hoffe, man kann das sehen. Das ist so eine Kunststoffniete. Das spreizt sich dann nachher hier hinten auseinander, wenn der Stift da drin ist. Dann spreizt sich das. Ich hoffe, man kann das sehen. Ich kann das jetzt hier gerade auf dem Display nicht ganz genau erkennen. Und dann ist es fest. Das kann man halt auseinandernehmen. So. Davon ist ja noch eine zweite. Packe ich beiseite. So, dann kann ich den aushaken. Hoffe ich doch. Kann ich den aushaken? Da ist Fett drin. Nee, das kriege ich nicht ausgehakt. Das ist der Zylinder, der ist fett drinne. Komm mal her, ich möchte das gerne abhaben und du störst. Das da so raus. Ich hake jetzt hier mal die Feder aus. Ich hoffe, ich kriege das hier raus, ohne das wegzubrechen. Einmal, zweimal. Ja, ist ja gut. So, jetzt habe ich das ab.
Wo habe ich den Zylinderkram? Da. Der ist noch gut. Das holen. Machen wir hier ein bisschen die Tür ran. So, dann haben wir das, ist da wieder eingehakt. Da unten noch. So. Dann haben wir das. So. Und da muss dieser Teerscheiß da runter. Dazu bietet sich an, Babyfeuchttücher. Das bietet sich dafür eigentlich schon gut an. Und damit ich mir die Pinzette nicht einsaue, nehme ich jetzt ein Zahnstocher, um da erstmal die ganzen Schmatter da runter zu kriegen. Das ist absolut Teer hier. Uah. Seht ihr den Schmatterscheiß hier? Das ist kein Sprengring, schade. Wie haben sie den denn da drauf gekriegt? Ich würde gerne das Zahnrad runternehmen. Oh, das ist ein Plastik, das ist ein Kunststoffring. Oh, beiseite. Oh. Macht sich doch noch mal einen Ticken einfacher. Kann man das aushaken? Ja. So, dann haben wir jetzt nur noch das. Das komische Dings hier. Ich glaube, ihr seht genug. Teer da rauspulen. Boah. Ja, jetzt haben wir schon wieder was an den Finger. Erstmal so grob, ja, mach das weg. Boah. Ja, nee, nicht an meine Finger anschmieren. Boah. Ja. Schön. Jetzt habe ich mir meine Unterlage versaut. Aber dafür sind ja da. Dafür ist sie da. So. Finger. Ach, da unten ist noch eine Scheibe. Die packen wir beiseite. Machen wir das von hier außen noch ein bisschen sauber. Soweit es geht.
weg den Sheet. Aber nicht an meine Finger hier. Boah. Scheiß Zeug. So. Ich weiß nicht, ob ihr was seht, aber ich versuche das jetzt hier sauber zu machen. Kann man das separieren? Nee. Ich glaube nicht, dass ihr was seht, ne? Ich versuche das mal so, dass ihr da was seht. Der Scheiß, das ist wirklich der letzte. Boah. Ja, ihr wisst, was ich sagen wollte. Die Endreinigung mache ich nachher mit Alkohol. Versuche ich zumindest. So gut es geht. Mit dem schmalstreifigen Zeltstofftuch. Ihr wisst, was ich meine. Ich will das Wort nicht sagen. So, das sieht ja schon mal. Besser aus. Auch noch, ja, voll an der Hand dran. Es lässt sich einfach nicht vermeiden. Aber dafür sind Feuchttücher ganz gut. Ich wollte das Zeug nicht auf meine Silikonmatte haben. Das habe ich mir nämlich schon gedacht, dass ich mir das sonst auf der Silikonmatte verteile. Und da kriege ich es dann auf alle Fälle nicht runter. Und da wollte ich es nicht drauf haben. Wenn die Matte hier dreckig wird, ist nicht so schlimm. Die kann man doch eher ersetzen. Kostet nur 2-3 Euro bei Amazon. Im Großen und Ganzen. Dieses Gummizeug, das ist echt. Der Zeug, das kannst du vergessen, das ist widerlich. Aber das wussten ja die Entwickler von damals noch nicht, dass das Zeug sich so auflöst und wieder zu fast erdölmäßig wird oder was auch immer, woraus der gemacht wurde. So, haben wir das ja schon fast perfekt. Müsste ich das Ding eigentlich einspannen irgendwo, aber ich habe jetzt nicht, ich wüsste jetzt nicht, wo ich meinen kleinen Dings habe, den Schraubstock. Da muss das so gehen.
Also es wird schon sauberer. Also Feuchttücher sind eigentlich ideal. Ja, da ist noch ein bisschen was. Oh, ich glaube, besser kriege ich es nicht hin. Aber es ist doch schon sehr gut. Vielleicht kann ich da noch mal mit der Pinzette. Oder auch nicht. Nee. Versuchen das Tuch da irgendwie. Mal hier, vielleicht kriegen wir das hin. Nee. Aber so frei wie möglich ist es ja schon. Ist ja so gut wie gar nichts mit drauf. Nur noch außen ein bisschen. So, ich würde sagen, das ist gut. So, dann das. Bisschen Isof. Was geht? Ja, wieder ein bisschen Fett daran machen. Ja, Fett habe ich da oben. So. Das sollte gehen. Wie auch immer der das hier macht mit dem Motor. Ach so. Der da unter. Und ich hoffe, man kann das sehen. Also. Der ist noch sehr gut, der Flachling. Da kann ich nicht meckern. Gut. Das passt. Kriege ich damit noch den Cheat weg. Nö. Nicht alles, aber ein Teil.
Das wird grün. So. Besser geht's nicht. So, nimmt er hier überhaupt noch auf? Ich hoffe, das brummt jetzt nicht übermäßig. Ja, er nimmt noch auf. So. Aber ich wollte ja den Motor eigentlich auch rausnehmen, ne? Ich wollte den ja eigentlich auch ölen und fetten vielleicht. Die Gummilagerung, ich weiß noch nicht genau, ob die noch so gut ist. Das sind drei Schrauben, an die komme ich nicht ran. Dazu muss ich das hintere Teil abschrauben. Egal. Machen wir das einfach, aber erst bauen wir das hier vorne wieder ein bisschen zusammen, sonst ist das nachher weg. Da habe ich ja soweit alles fertig. Kleines bisschen Fett da hinten dran. Guck mal hier. So kriege ich dich nicht gegriffen mit der Pinzette. Meine Güte, was ist denn das? So, die war da hinten dran. Doch, ich muss da ja noch ran, aber das hat noch Zeit. Aber die Teile hier, die möchte ich nicht verlieren. So, das ist drauf. Den kleinen Ring hier. So. Gut. Das ist nur ein schwarzer Punkt. Gut. Das Fett ist schon hart. Machen wir da, wo wir rankommen. Ja. Das ist schon sehr hart. Machen wir das mal weg. Machen wir mal ein bisschen was Neues nachher ran. Erst einmal so trocken das Gröbste weg. Das ist schon sehr hart. So, ein kleines bisschen ISO. Noch mehr. So, da unten drunter. Gucken. Ja, die Andruckrolle ist noch okay. Die hat in der Mitte immer noch die kleine Wölbung drinne. Die ist ja nicht komplett flach. Die hat hier, die hat da so einen kleinen Buckel drinne. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. So, das haben wir. Von hinten.
ich muss an den Motor. Ich glaube, der braucht auch eine Schmierung. Wenn jetzt schon das Fett da vorne so hart ist, wer weiß, wie der Motor da drinnen aussieht. Und der andere kreischt ja richtig. Ich hoffe, ich muss nicht die Motoren tauschen. Habe ich jetzt absolut keine Lust zu. Da noch mehr. Kabelitis. Kriegen wir dich da rausge... Ach, du bist da noch mit drinne. Da hängst du auch noch mit drinne. Und wenn ich heute nur das eine Laufwerk mache, das Video dazu und ein zweites Video mit dem anderen Laufwerk. Ich muss ja noch einen Riemen fertig machen, einen Riemen drucken. Theoretisch ist das kein, ist das nichts anderes bei dem anderen Laufwerk. Nur, dass ich da den Motor so, auch so, nur den Motor rausnehmen muss und nicht den Rest machen muss. Ich hoffe, die Feder fliegt mir nicht weg. Weiß nicht, kann man das hören? Ich hoffe, man kann es hören. Ja, der Riemen ist noch wirklich gut. So, wie ist das Fett hier? Das ist eigentlich noch okay. So, jetzt bin ich mal. Irgendwie muss der doch das steuern. Das muss er dann ja da drüber machen. Tatsächlich. Gut. Der Motor ist zum Spulen. Ja, zwei Motoren, eine zum Aufwickeln. Der macht aber nicht so viel Probleme. Hat der eigentlich eine Rutschkupplung? Nee. Wenn der wickelt, ja, ich weiß nicht, wie der das macht. So, aber wir wollten ja Motor. Der Schraubendreher ist nicht wirklich gut geeignet dafür. Der noch weniger. Hier noch irgendwas passendes. Der ist zu groß. Der passt nicht. Der könnte passen. Die Gummis. Das ist noch gut weich. So, den Motor. Da oben ist ein Gleitlager und dann das andere komme ich nicht ran, oder?
kriege ich den Deckel hier so ab. Sieht nicht so aus. Doch. Kriege den Deckel auf. Mehr mache ich jetzt auch nicht. Wenn ich das jetzt versuche rauszunehmen, ja, mache ich mir die Bürsten kaputt. Hat sich jetzt erledigt. Allerdings hat der kein Poti. Nee. Der hat kein Poti, aber der hat ein Gleitlager. Gut, da machen wir uns mal ein bisschen, das ist mir jetzt egal. Machen wir mal ein bisschen Fett dran. Ja, guck mal hier. Natürlich da, wo es hin muss. Ich will mir jetzt hier nicht die Dings kaputt machen. Die Bürstenkontakte, die sind sowieso ein bisschen verbücht. So, ich hoffe, ich kriege die nachher da auch wieder drauf. Ach, Kabel, du bist mal auf dem Kabel. So, und wie sieht der Kommutator aus oder Kollektor? Kann man das sehen? Der hat schon ein paar Schleifspuren. Das Rad kriege ich nicht ab, aber das kann ich auch mal reinigen. Ich versuche das einfach mit einem Wattestäbchen. Oh, ein bisschen kommt da runter. So. Beim Motor noch mal hier bei der Welle. Also ich mache das jetzt exemplarisch hier nur an dem hier. Das andere mache ich dann off Kamera. Also mit, da müsst ihr mir nicht zugucken, wie ich das gleiche noch mal mache. Nur nachher zum Ende dann noch mal hin, weil das Video ist jetzt hier schon ja eine Dreiviertelstunde. Den Funktionstest, ob das dann noch hinhaut. So. Und in das Gleitlager. Da oben komme ich jetzt so nicht dran für Fett, aber da nehme ich Öl. Wo habe ich denn die Ölbuddel gelassen? Ach da, ich wollte gerade sagen, wo habe ich die denn gelassen? Da mache ich jetzt mal, da habe ich jetzt einen Tropfen Öl drauf gemacht. Ich glaube, ein Tropfen mehr schadet nicht. So. Das fühlt sich auch noch recht gut an, da vorne. Also hat nicht wirklich viel Spiel. Ja, natürlich kann ich das ein bisschen wackeln. Aber das ist noch gut passend.
Also würde ich jetzt sagen, ich mache dann nochmal einen Tropfen ran und lasse das ein bisschen einwirken. So, jetzt ist eine Weile vergangen. Habe ich so sitzen lassen hier. Ich hoffe, das ist gut da reingelaufen. So, jetzt muss ich das da wieder raufkriegen, ohne mir die Dings kaputt zu machen. Dazu ist, glaube ich, eine Pinzette ganz hilfreich. So, ne? Ich hoffe, das klappt. Oder auch nicht. Es hängt jetzt hier. Oh, Kabel, ihr geht mir auf die Ketten. Hoffe, das klappt so. Oder auch nicht. Das habe ich mir gedacht. Es ist verbucht. Schon wieder. Ich hasse das. Waren die jetzt so drum? Der war da. Der war dahinter. So. Mist. Ah, ich hasse das echt. Auseinander ja, aber zusammen ist wieder so eine. Und das Lager sitzt auch nicht gerade drinne, so. Deswegen rutschte das nicht rein. Ich hoffe, das klappt so. So, ich hoffe, ich habe ihn jetzt drinne. Es sieht relativ gut aus. Es hört sich relativ gut an. Ich würde jetzt mal sagen, ich stecke da mal irgendwie, weiß ich nicht, ein, 2 Volt drauf. 10 Volt steht da. Nimm 1 Volt. Milliampere. Nicht 500, sondern 50. Achso, ich muss ja auch einmal anmachen. Nee, sonst geht das nicht. 1 Volt.
Geht sofort im Kurzschluss. Sofort 50 Milliampere. Habe ich hier nicht irgendwas, womit ich ein bisschen tricksen kann? Das ist für mich Masse. Ein Volt zu wenig. Nummer 3 Volt. Er dreht sich. Kann man das erkennen? Wahrscheinlich nicht, ne? Doch, jetzt kann man es sehen. Ich hoffe, man kann es sehen. Er dreht sich. Gut. Also, das ist mir schon mal gelungen, das wieder dazu reinzukriegen. So, es darf da nicht wieder rausfallen. Da war dieses Gummi. Wozu da ein Loch drin ist, weiß ich nicht. Muss der da wieder drauf? Ich hoffe, das reicht so, oder muss ich da mit der Zange oder mit dem Hammer? Zange wüsste ich jetzt nicht. Mit dem Hammer geht das schon. So, sieht gut aus. Sollte passen. Jetzt macht er auch kein Geräusch mehr. Ich hoffe, man konnte was hören oder eben hoffentlich nicht hören. Ich hoffe, das hat jetzt hingehauen, und wenn er jetzt verkehrt rumdreht, dann muss ich wohl die Kontakte verkehrt rum aufgesetzt haben. Da muss ich jetzt wohl die Pole tauschen. Mache ich dann im Stecker. So, der war so rum, ne? Nee. Das ist außen. Der war so rum. So rum. So, dann kommen da wieder die Schrauben rein. Dann nehmen wir erstmal den. So. So. Und jetzt wieder. Einmal. Zweimal. Dreimal. Also jetzt macht er weniger Geräusche als vorher. So. Nee, das war jetzt nicht gut. Meine Dings hier, Zahnstocher. So, dann kommt das da wieder hinein.
Mit dem Riemen, aber wie kriege ich das jetzt hin, dass ich den Riemen da? Das ist ja eine geile Konstruktion. Wie kriegt man das denn wieder hin? Die Kabel waren hier eingehakt. Die Kabel gehören da nicht hin. War das doppelt eingehakt? War denn das hier? Die waren daneben. So. Das war so. Ich denke mal so. Und da muss jetzt der Riemen wieder hin. Das ist ja eine geile Konstruktion. Wie kriege ich da den Riemen wieder hin? Ich muss mal was gucken. Das war eine Klammer. Ja, um den Plastikpost glaube ich drum. Um den einen Plastikpinöpel, der hier zwischen hängt, also seht ihr nicht, da an dem außen vorbei, nicht innen. So, natürlich die Frage, wie kriegt man das hin? Weil das ist ja eigentlich unmöglich. Wie kriegt man da den Riemen wieder rein? Kriegt man da den Riemen rein? Das ist ja eigentlich unmöglich. Eigentlich ist das unmöglich, da den Riemen reinzukriegen. Wie soll man das denn machen? Das ist so gut wie unmöglich. Toll, jetzt ist er voll fett. Mano. So kommt das Blech da drauf. Das ist, also in meinen Augen ist das unmöglich, da den Gummi wieder drauf zu kriegen. Nur hier halten. Irgendwie. Oder da über die Nase. Versuchen irgendwie ausgerichtet auf die Scheibe. Also ich meine das jetzt so da irgendwie festmachen. Das Ding muss da irgendwie wieder so, dass das Kabel da
nicht im Weg ist. Das ist aber auch irgendwie eine absolute Fehlkonstruktion hier. Hier in der Ecke, das schleift doch irgendwie, wenn du das Kabel nicht wieder genau so da reinlegst, wie das vorher da drinnen war. Das ist doch ne, das ist doch. Ich will jetzt nicht sagen, ich bin zu doof, aber irgendwie ist mir das ein bisschen zu doof hier gerade. So. Jetzt ist das Kabel wieder. Jetzt habe ich das schon nach da unten und jetzt ist das Kabel wieder da so. So. Da geht das an dem einen da vorbei. Nicht, ich geh doch da rein, da so, so, und dann so kann ich das von da aus irgendwie über das Dings drüber legen. Ich hoffe, das klappt. Ich schraube das erstmal wieder fest. Wo ist da eine Schraubendreher hin? Da. So, erstmal so. Eventuell muss ich das jetzt hier gleich nochmal auseinandernehmen, weil ich den Riemen von nirgendwoher richtig gepackt kriege. Ich kriege den Riemen nicht gepackt, auch nicht von da oben, um den Motor zu packen. Wenn ich jetzt die Seite abschraube, dann toll, passt nicht. Das ist der lange, das ist der noch längere. Der hier. Das ist doch nicht der richtige. Das klappt so. Ich hoffe. Da ist eine Feder. Auf dem anderen Teil ist auch noch eine Feder. So, die Feder ist ab. So, das ist ab. So, und jetzt kann ich auch den Riemen. Jetzt komme ich auch an den Riemen irgendwie ran. Um den da rumzulegen. So, und ich hoffe, der rutscht mir jetzt nicht runter.
liebsten wäre mir ja jetzt noch mal Strom da drauf. Einmal. Mal hier. Geht das? Ne, das geht nicht. Das geht auch nicht. Ich muss ja einmal kurz abknipsen. Da. Er dreht sich aber verkehrt rum. Ich weiß jetzt nicht, wie das Laufwerk das. So, das ist jetzt so richtig rum. So. Und wenn ich ihn jetzt einmal trigger. Gut. Okay. Das andere. Ist der Motor. Aber da passiert nichts. Brauchen wir jetzt auch nicht. Jetzt muss ich das nur wieder alles zusammenkriegen. Und wer will da schon wieder was? Okay. So, also das war. So, da so. Da so dran. Der war aber so irgendwie. Entschuldigung, dass ihr jetzt gerade nichts seht, aber ich muss hier gerade mal so. Das ist wieder eingehakt. So. Dann war der. War glaube ich so. Dahinter. So. Der war dahinter. Der lag dahinter. So. Ich schraube das erstmal nur einmal so ein bisschen fest. Das Ganze nochmal machen. Ich glaube, da mache ich einen zweiten Teil draus. Jetzt ist der wieder. Ja, nee. Das ist nicht richtig. So nicht. Der schwarze soll hinter dem. Du sollst ja den so wegklappen. So muss er da. So muss er dahinter. Dahinter. So.
Dann noch mal die Schraube. Kann ich auch nicht zu fest drehen, weil das jetzt nur Moment irgendwie war das nur da unten festgeschraubt. Ist das jetzt nur da unten festgeschraubt? Jetzt? Tatsächlich, so wie es aussieht, ja. Ja, ist nur da unten festgeschraubt. Na gut. Wenn wir mal die Feder wieder einhaken. Ich hoffe, ich weiß nicht, ob ihr was seht. Ich hoffe, ihr seht was, aber so. Ja, die Kabel müssen nachher da wieder alle unten drunter. So. Das Gelbe auch, das Gelb-Blaue hier. Auch irgendwie so, und dann muss das hier alles wieder an die Ecke angebamselt werden. Und das war, glaube ich, nicht damit fest. Aber das war damit, das vom Motor. Auch. Ja, nee. Ja. So. Irgendwie so war das da dran. Gucke ich gleich mal. So, aber dann kann die Wippe hier. Ja. So. Da fehlt noch eine Schraube, die müssen wir noch reinschrauben. Der passt nicht. Der passt. Einmal, zweimal, dreimal. Und da unten war noch eine Feder. Da bräuchte ich jetzt eigentlich so einen Haken, wie so ein Zahnarzt hat, aber den habe ich nicht. So. Ist das richtig so? So auch immer die Feder da ist. Da unten. Ne, macht eigentlich nichts. So. Kabelbinder. So, dann war das. Wie war das hier fest? Da oben ist irgendwie so ein Haken. Und dann war das hier irgendwie festgemacht. Aber wie? Wie war das fest? War das fest? War das da fest? Ich denke mal.
glaube, das war da fest. So, jetzt wieder da. Ich muss eben gerade mal was klären. So. Ich denke mal so. Das ging nach da, das geht nach da. Bevor ich das festziehe, irgendwas haut hier nicht ganz hin. Ist da noch irgendwo was? Nee. Nee, hier ist nichts weiter. Ist nur der Schalter. Fest. So, das sollte so passen. So, das ist schon mal fertig. Nimm mal die Geschichte aus dem Weg. Nimm mal das hier aus dem Weg. Eine Sache muss ich machen, die muss ich jetzt noch einbauen, damit ich das nachher machen kann. Nehmen wir noch einmal das Gerät. Oder der Gerät. Nehmen wir einfach das Gerät. So, ich mache euch noch mal ein bisschen hier. So. Ja, ich weiß, hier fehlt noch die Platte, aber die kann ich noch gar nicht dran machen. Die Luke fehlt auch noch. Ich muss das aber jetzt, ist das von unten? Ja, das war von unten. Jetzt muss ich das da irgendwie wieder eingefummelt kriegen. So. Ich muss das da mal so einfummeln, das ist da so, das kann ich weg. So, weil ich brauche die Länge von da nach da. Müsste ich jetzt mal ein Stück Band haben. Binding war ja nicht, das passt ja nur auch nicht. Ach, keine Ahnung. Ich habe hier erstmal ein Stück Band. Vielleicht ein klein Ticken zu dick. Aber das macht nichts. Weil das kann ich nachher ein bisschen abziehen. So, da. Nee. Da. So. Das ist ja jetzt nur so, dass ich die ungefähre Länge habe. So, ungefähr die Länge brauche ich. Schneide ich mir mal ab. So. Ungefähr so. Ja, kommt hin. Da mache ich jetzt einen Riemen fertig. Und würde das jetzt erst einmal provisorisch wieder zusammenbauen. Und würde im zweiten Teil dann den Riemen einsetzen und das andere Laufwerk machen. Ich würde jetzt einfach nur noch mal schnell, einfach nur mal hier so
den Motor oder was das ist anschließen. Der kommt dahin. Der gelb Dings, der war hier. Der war da und der war da hinten. Und einmal gucken, wie rum der Motor läuft. Ich hoffe, der Motor läuft richtig rum. Der müsste beim Einschalten anlaufen. So. Und der Motor läuft verkehrt rum. Ich habe also die Federn, die Kontaktfedern auf dem Kommutator oder Kollektor verkehrt rum gesetzt. Das würde bedeuten, ich müsste... Nee, das kann ich nicht machen. Ich muss den Motor nochmal rausnehmen. Ich kann nicht die... Doch, ich kann hier die Spannung tauschen. Doch, ich habe ja die Spannung gedreht gehabt. Ja, aber da ist ein Elko drin, ne? Ich muss den Motor noch mal machen. Das machen wir beim nächsten Mal. Ich baue das jetzt erstmal so weit wieder zusammen. Ich ziehe die Kabel hier ab. Ich baue das jetzt bloß noch mal das Laufwerk so ein bisschen zusammen. Ich muss ja nur noch mal an den Motor ran. Beziehungsweise... Ja, ich muss es zusammenbauen. Es geht nicht anders. Da ist ja Elektronik im Motor, da kann ich ja nicht einfach so die Spannung tauschen. Das Ding ist doch, hat doch eine Spannungsrichtung. Ja. Also, ich baue das jetzt erst einmal, nur provisorisch wieder zusammen. Das heißt, die Platte kommt wieder drauf. Irgendwie ist hier doch wieder ein Schalter. Ein Schalter ist hier irgendwie vernüdelt. Der ist ausgehakt, so wie es aussieht. Ja, so. Der war ausgehakt. Die Platte kommt jetzt erstmal wieder drauf. So. Die Schraube, ist das die gewesen? Ja. Nicht oder doch? Ich denke mal, das war die. Wenn ich jetzt noch eine andere finde, dann nehme ich die andere. Aber ich habe hier doch die, da ist das gewesen. Die ist das gar nicht gewesen. Aber wieso ging die denn da jetzt so locker fluffig rein? Die war das gar nicht. Das war die hier. Die war das. Dafür ist der wieder zu groß. Frage ich mich jetzt ehrlich, warum die da so reinging. So. Dann der muss da wieder. Nee, da bist du verkehrt. Komm mal wieder raus da. Jetzt habe ich dich da reingekriegt, aber nicht wieder raus oder was? So. Da unten durch. Du gehst dahin. Der geht dahin. Das geht dahin.
Feder noch. Klar. Ich baue das nur provisorisch jetzt erstmal zusammen, so dass das erstmal wieder zusammen ist. So, die Kunststoffniete hier. Was natürlich wieder nicht klappt, weil das da alles im Weg ist. So. Das ist fest. Die Feder, die war da. Da. Nee. So. Gut. Das geht wieder auf und die andere Niete da oben noch. So, das baue ich jetzt erstmal nur provisorisch wieder zusammen. So. Ja, ich weiß, ihr seht nicht viel. So. Eine Kassette. Ja. Gut. Funktioniert. So, dann würde ich jetzt sagen, ich mache jetzt Schluss. Ihr habt ja gesehen, wie das drinne war. Ich setze das jetzt erstmal wieder rein. Und dann sehen wir uns im zweiten Teil wieder. Das Video ist hier schon sehr lang geworden, das macht aber nichts. Ich will euch nicht hier zu lange aufhalten. Es sind jetzt, glaube ich, schon fast 2 Stunden. Mal gucken, was ich rausschneiden kann und was nicht, damit das nicht allzu lang wird. Aber ihr habt gesehen, was das für ein Aufwand ist. Allein schon mit dem Motor. Ich habe die Bürsten verkehrt rum drauf. Und das könnte ich theoretisch sogar im zusammengebauten Zustand machen. Das mache ich aber im nächsten Teil. Dann versuche ich die Kontaktfedern zu tauschen, weil ich bin mir nicht sicher, ob ich hier den Plus-Minus tauschen kann, weil da ist Elektronik drin. Da ist so ein Blob-Chip-Gedönse irgendwie drin. Ich bin da vorsichtig mit der Spannung drehen. Vertauschen. Gut, es hat hingehauen hier am Netzteil, aber ich habe ja auch nur 3 Volt genommen und irgendwo was bei 100 Milliampere oder wo ich da war. Ich glaube, der kriegt 5 Volt, 7 Volt, 10 Volt, ich weiß es nicht, da steht 12 Volt, steht da sogar drauf und da ist ein 10 Volt, nee, ein 16 Volt Mikro, 16 Volt 10 Mikrofarad-Elko drin. Ich will das Ding ungern kaputt machen, dann brauche ich unbedingt einen neuen Motor. Gut. Dann sehen wir uns im zweiten Teil wieder. Bis dahin, dann vielen Dank fürs Zugucken und der Abo nicht vergessen. Tschüssi!